Okay, wie sieht's aus? Tut Ihnen Ihre Hand jetzt langsam weh von viel Schreiben? Nee. Also meine Hand tut eigentlich nicht weh. Die würde eher wehtun, wenn ich ganz viel Gitarre spiele so. Aber schreiben kann ich einfach nicht, damit kann ich nicht aufhören. Auch wenn mal die Hand wehtut, selbst dann höre ich nicht auf. Jetzt haben Sie ja ganz viel gerade mit Ihren Fans gesprochen. Was sagen die Ihnen so? Naja, die sind ganz niedlich. Die sagen immer so, we love you und einfach so süße Sachen. So. Finde ich immer irgendwie total niedlich. Freue ich mich. Wie hat Ihnen Ihr Auftritt heute gefallen? Ja, ganz gut. Also haben halt mitgemacht, das ist die Hauptsache. Sie hatten Spaß. Das ist halt wirklich dann die Hauptsache, dass wir die Leute halt kriegen. So. Und ich glaube, das hat ganz gut funktioniert. Was sind Ihnen so die liebsten Auftritte? Die liebsten Auftritte? Na schon, wo so das Publikum sich halt auch traut, aus sich rauszugehen. Das finde ich eigentlich immer so ganz cool, weil das macht dann natürlich auch für uns Spaß. Und das haben auf jeden Fall gemacht. Also die haben wirklich mitgemacht. Fand ich cool. Das heißt, wie gefällt Ihnen Hamm bis jetzt? Ich habe ja noch nicht so viel gesehen. Aber wir haben morgen noch ein bisschen Zeit, da wollen wir mal so ein bisschen rumlaufen. Wir sehen ja jetzt hier schon die schöne Kirche. Das liebe ich total. Also ich glaube, es ist eine schöne Stadt. Und was haben Sie noch so vor für die nächsten Tage? Bleiben Sie länger hier oder nur morgen? Nee, das gibt leider der Terminkalender nicht mehr. Wir müssen dann schon leider morgen wieder abreisen, weil dann gibt es neue Termine und das nächste Konzert. Und welche Songs performen Sie im Moment am liebsten? Haben Sie einen Lieblingssong? Ja, also die Band hat einen Lieblingssong, den singen wir eigentlich permanent, auch wenn wir nicht auf der Bühne sind, und das ist Sunshine. Das ist ein Lied von mir, ein ganz neues, und das wird dann halt auch auf dem nächsten Album drauf sein. Sunshine. I've got sunshine in my heart.